Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 12 News Update. Es sind gerade einige Early Patch Notes durchgesickert. Es sind nicht die 100%. In den kommenden Tagen gibt es nochmal ein Video mit den 100%igen Patch Notes von mir. Und ich sage euch jetzt, was schon bestätigt ist, was definitiv passieren soll. Und es sind ein paar interessante Änderungen auf jeden Fall. Zum einen wird die Flatline und die Longbow nicht mehr auf dem Boden zu finden sein. Achtung, man kann sie nur an einem Replikator herstellen. Sehr interessant. Ich bin gespannt, wenn die Patchnotes dann 100% draußen sind, ob da auch steht, wie teuer die Waffen sind. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das dann auch da stehen wird. Die Hammerpunkt oder der Hammerpunktaufsatz, der Hop-Up, der kommt zurück für die RE45. Und es wird noch einen neuen Hop-Up geben, der Kinect Loader für die Triple Take und für die Peacekeeper, und es funktioniert so, dass wir schneller nachladen, während wir sliden. Welche Hop-Ups rausfliegen, kann ich aktuell nicht sagen. Dann haben wir die Map-Rotation, sehr interessant. Stormpoint, Kings Canyon, Olympus. World's Edge ist nicht in der Public's Map Rotation, sondern nur in Ranked. Wie der Ranked Split losgeht, weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass wir am Anfang wahrscheinlich in Ranked Olympus haben, alleine weil es das Map Update bekommen hat, und im zweiten Split dann World's Edge. Da wir jetzt aktuell den zweiten Split in Season 11 gerade auf World's Edge spielen, macht es keinen Sinn, dass Season 12 wieder mit World's Edge beginnt. Das ist die Map Rotation. Caustic bekommt einen Nerf, den finde ich ultra geil, diesen Nerf. Wenn er Gasfallen schmeißt, können wir die ja vorher deaktivieren, wenn wir sie anschießen, bevor die sich ausgebreitet haben. Jetzt können wir diese Gasfallen deaktivieren, während sie schon ausgelöst wurden, quasi Gas versprühen. Somit sind die Fallen zerstört. Wir müssen wieder auf den Boden oder auf diesen kleinen Pinöppel da, keine Ahnung, von dieser Gasfalle schießen. Und das Gas strömt nicht mehr aus und die Gasfalle ist weg. Absolut geile Änderung. Jetzt hätte ich fast vergessen, euch noch den Krypto-Buff mitzugeben. Es sieht für mich nicht wie ein Rework aus. Möglicherweise ist in den 100% Patchnotes noch irgendwas versteckt von dem Rework, dass der vielleicht noch ein bisschen mehr kann. Das ist das, was jetzt durchgesickert ist. Ich lese euch einfach mal die Übersetzung von Twitter vor. Wir können jetzt seine Drohne aus weiter Ferne aussenden, die eine kurze Strecke zurücklegt, und wir können uns als Krypto dabei weiterhin bewegen. Vielleicht folgt sie uns. Wie genau das aussieht, müssen wir dann mal abwarten. Und wenn wir die taktische Taste gedrückt halten, können wir trotzdem wie normal in die Krypto-Drohne reingehen und sie dann selber steuern. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und last but not least, das ist erstmal alles, was ich habe, die Care Package Waffe. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Vault SMG geht ins Care Package und die Alternator, Gott sei Dank, die Alternator kommt wieder raus als Floor Loot. Ladies and Gentlemen, nach 2,5 Minuten sind das die Early Patch Notes, die bestätigt sind, die ich jetzt für euch habe. Die 100% Patch Notes, wie gesagt, die fehlen. Die kommen sicher in den nächsten Tagen. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.